stehen. Aufstehen. Das ist ja Zufall. Was machen Sie denn bei uns im Gericht? Ich bin ab und zu als Zeuge hier. Ungern. Das kostet immer eine Menge Zeit. Das kann ich verstehen. Ich bin mit meinem Termin genauso. Aber es ist gut, dass ich Sie treffe. Ich wollte Sie ohnehin anrufen. Ich habe ein Problem. Hoffentlich kein ernsthaftes. Wie man es nimmt. Ich soll ermordet werden. Weiß. Tja, wie sagt man so schön? Man trachtet mir nach dem Leben. Ist es ernst zu nehmen? Ja, ich muss es ja wohl. Sagen Sie, sind Sie hier fertig? Haben Sie einen Moment Zeit? Nein. Haben wir doch in meinem Büro, dann haben wir mehr Ruhe. Gerne. Grüß Gott. Guten Tag. Bitte keine Gespräche jetzt für mich durchstellen. Darf ich mal vorgehen? Ja, Donnerstag, 15.30 Uhr. Nein, nein, es tut mir leid, für heute. Frau Scheibel, das ist Herr Derrick. Bitte, ich möchte die nächste halbe Stunde nicht gestört werden. Ja, danke. Legen Sie mir an. Kann ich Ihnen irgendwas anbieten, meine Herren? War schon Kaffee, Tee oder Lala? Also danke. Bitte nehmen Sie doch Platz. Ich bin Ihnen aufrichtig dankbar, Herr Derrick, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Es handelt sich um Folgendes. Vor etwa 8 Jahren hatte ich einen Klienten zu verteidigen, einen gewissen Schubach. Anklage lautete auf Totschlag und eine Streiterei mit einem Nachbarn mit tödlichem Ausgang. Er wurde zu 10 Jahren verurteilt. Wegen guter Führung ist ihm nun ein Teil der Strafe erlassen worden. Entlassung erfolgt also demnächst, wahrscheinlich nächste Woche sogar schon. Dieser Schubach, Herr Derrick, will mich umbringen. Wer sagt das? Er selbst? Ja. Das heißt, ein Zellengenosse von ihm, ein Mitgefangener. Tauchte er eines Tages in der Kanzlei auf, mit der Bitte um Geld, und sagte dann zu mir: Passen Sie auf, Herr Doktor, dieser Schubach, wenn er raus ist, der bringt Sie um. Er hat es mehrmals zu mir gesagt, und ich bin auch überzeugt, dass er es tut. Was dieser Mann sagte, Herr Derrick, klang absolut glaubwürdig. Außerdem kenne ich Schubachs Charakter in- und auswendig. Er ist jähzornig, er ist unberechenbar. Weswegen will er Sie umbringen? Ich habe seine Frau geheiratet. Ich habe sie seinerzeit kennengelernt, vor 8 Jahren. Im Zusammenhang mit dem Prozess natürlich. Und ich sag's, wie es ist. Ich hab mich Hals über Kopf in sie verliebt. Sie hat sich scheiden lassen und 2 Monate später haben wir geheiratet. Herr Derrick, ich liebe diese Frau heute über alles. Ich weiß, es klingt etwas fragwürdig. Anwalt bringt Ehemann ins Zuchthaus und nimmt ihm die Frau weg. Das habe ich nicht gesagt. Denken würde ich es auch. Aber ich hoffe, ich brauche nicht zu betonen, dass ich mich absolut korrekt verhalten habe. Es war Ihre freie Entscheidung. Dieser Zellengenosse von Schubach, was sagt er genau? Dass Schubach mich umbringen wird, wenn er aus dem Gefängnis raus ist. Seine Gedanken kreisen nur um dieses eine Thema und das schon seit Jahren. Herr Derrick, was soll ich tun? Was kann ich tun? Soll ich das ignorieren? Was sagt denn Ihre Frau dazu? Ja, sie hat natürlich eine Todesangst, genau wie ich. Naja, ich kann keine Nacht mehr richtig schlafen und richtig arbeiten kann ich auch nicht, aber ist ja unwichtig. Herr Derrick, welchen Rat können Sie mir geben? Tja, das ist schwer zu sagen. Dieser Schubach, ich erinnere mich übrigens an den Namen, also... Das wissen Sie doch selbst. Also Fantasien kann er haben, so viel er will. Das ist straffrei. In seiner Fantasie kann er sie umbringen, so oft er Lust dazu hat. Herr Derrick, ich habe Angst. Aufstehen.
Guten Abend, Herr Eich, bitte schön. Ich bin sehr froh, dass Sie gekommen sind. Ich tue das gern. Bitte wollen Sie ablegen. Würdige sind Sie zu Hause. Guten Abend. Vielen Dank. Bitte schön. Herr Derek, wenn es Ihnen nur gelingt, meiner Frau ein bisschen die Angst zu nehmen, Sie zu beruhigen, da wäre uns schon sehr geholfen. Ja, gut. Darf ich bitten? Helga, unser Gast ist da. Das ist Herr Derek. Guten Abend. Guten Abend. Ich freue mich sehr. Sie kennen sich schon sehr lange, nicht wahr? Ja, oh, ja, ja. 10, 15 Jahre, 14, glaube ich. 14, 15 Jahre. Und Sie waren noch nie bei uns. Leider nein. Eine schwere Unterlassungssünde. Mein Mann sagt, Sie sind bei der Mordkommission. Ja. Sind Sie deswegen... Nein, bitte dich. Nein, deswegen habt ihr doch gesagt, wir haben uns neulich zufällig im Gericht getroffen. Hab ihn natürlich um Rat gefragt wegen dieser Geschichte. Naja, du weißt schon. Ja, ja. Man muss sich setzen. Was möchten Sie trinken? Ja, ein Aperitif, würde ich sagen. Ja. Du nimmst einen Sherry, möchten Sie auch? Ich einen Sherry. Egal, kommst du? Bist du so lieb, kümmerst du dich um Dinge? Ja, sag. Übrigens, Herr Derek sagte auch, es besteht überhaupt kein Grund zur Sorge. Er sieht das Ganze eigentlich mehr als eine Art Fantasiegebilde von Schubach. Bist du mal so lieb? Ich glaube, das waren Ihre Worte, nicht wahr? Ja, ich halte das, soweit ich das beurteilen kann, für Gefängnisfantasien. Es kann natürlich zu einer fixen Idee werden, solange man drin ist, aber es verliert sich wieder. Eben. Sobald man draußen ist. Ja, der Meinung bin ich auch. Wenn er erstmal aus dem Gefängnis raus ist, hat er ganz andere Sorgen und Interessen. Herzlich willkommen. Herr Derek, könnten Sie meiner Frau vielleicht noch einmal sagen, dass sie wirklich keine Angst zu haben braucht? Sie sieht immer die schrecklichsten Dinge vor sich. Ja, das ist eben ihre Fantasie. Das ist sehr lebhaft. Übrigens, der Name dieses Zellengenossen von Herrn Schubach ist mir eingefallen. Es ist Frank, Rudolf Frank. Hm. Natürlich ist der Mann nicht seriös, saß wegen Unterschlagung oder so etwas irgendwie ein. Dennoch, was er sagte, klang absolut glaubhaft. Herr Derek, wollen Sie sich den Mann nicht mal ansehen? Ich meine, es ist eine Frage, eine Bitte. Welchen Eindruck macht der Mann auf Sie? Ich meine, Sie haben ganz andere Erfahrungen im Umgang mit diesen Menschen als unser einer. Was hat Herr Schubach genau gesagt? Meint das ernst oder hat dieser Frank möglicherweise übertrieben? Um sich selbst ins bessere Licht zu setzen. Es wäre ja möglich. Herr Frank? Ja? Ich heiße Derek, Kriminalpolizei. Kriminalpolizei? Ich komme nicht dienstlich. Es betrifft eigentlich auch gar nicht Sie, sondern Herrn Schubach. Ach, den Willi! Ich glaube, ich verstehe. Der Rechtsanwalt, Dr. Der, Hohmann, ja. Der Dr. Hohmann, ja, der hat sich bei Ihnen gemeldet, was? Ganz recht, ja. Sie haben ihm da einiges erzählt und das hat ihn doch ziemlich besorgt gemacht. Wenn Sie mich fragen, mit Recht. Wollen Sie reinkommen? Ja, gern. Ist nicht sehr aufgeräumt. Wir gehen vielleicht besser in die Kneipe an der Ecke. Gut, ja. Moment. Drei Wochen mit dem in der Silbe. Danke. Danke, danke. Zum Wohl. Zum Wohl. Tja, also. Ich war drei Wochen mit dem in derselben Zelle. Dann habe ich gesagt, Schluss, holt mich bloß raus da. Der Kerl war mir einfach unheimlich. Sprach von nichts anderem, nur davon, was er mit dem Mann anfangen wird, der ihm seine Frau weggenommen hat. Was sagte er nun konkret? Konkret? Ja, was sagte er konkret? Nee, so schlau war er natürlich auch, dass er mir nicht genau sagte, was er vorhat. Aber er sagte, ich werde ihn umbringen. Ich sagte, Mann, ist doch Quatsch, kommst du doch wieder in den Kahn. Auf ihn hat er nur gelacht. Ich weiß schon, wie ich es mache, sagte er. Ich mach's so raffiniert, dass sie nicht drauf kommen. Hm? Ja, und dann
hat er noch hinzugefügt. Schließlich habe ich 8 Jahre Zeit gehabt, mir das auszudenken. Der. Keine nähere Erklärung. Nee, obwohl ich sagte, komm doch raus damit. War einfach neugierig, ja klar, ne? Aber es hörte sich so an, als habe er einen ganz genauen Plan. Genau, genau so hat es sich angehört. Deswegen bin ich ja zu dem Anwalt gegangen und habe ihn gewarnt. Hm? Wofür er sich durchaus hätte erkenntlich zeigen können. Ja, ich habe mich gerade erkundigt. Er wird heute entlassen. Was sagen Sie? Heute? Um wie viel Uhr? Aha. Ja, und was raten Sie mir, Herr Derek? Was soll ich tun? Soll ich nach Hause gehen? Ich meine, ich kann doch meine Frau jetzt nicht allein lassen. Aber ich bitte Sie, Dr. Hohmann, Sie müssen jetzt die Ruhe behalten. Ja. Ja, ist gut. Ich verspreche es Ihnen. Ich werde mit Schubach reden. Dr. Hohmann, ich habe dir erzählt. Der Anwalt, der die Frau seines Klienten geheiratet hat. Ja, Schubach wird heute entlassen. Präzise gesagt, jetzt. Und Hohmann hat Angst. Vielleicht zu Recht. Endlich! Na, mein Kleiner. Ich warte schon seit 3 Stunden. Tut mir leid. Siehst gut aus. Es geht mir auch gut. Jetzt. Gehen wir. Die Sache scheint dir nicht aus dem Kopf zu gehen. Ich habe mir die Akten kommen lassen. Es ist dein Psychogramm von Schubach dabei. Hier. Lies es dir mal durch. Hm? Also mit dieser Beurteilung würde ich mir erschießen. Völlige Ich-Bezogenheit, das Ich als Maß aller Dinge, völlige Unfähigkeit, Fehler zu erkennen. Eine Verletzung seines Egos ist für ihn unverzeihlich und so weiter und so weiter. Also wenn das da alles stimmt, dann ist vergeben, vergessen du, das ist ein Fremdwort für ihn, das kennt er gar nicht. Schubach hat einen jüngeren Bruder, bei dem er jetzt wahrscheinlich nach seiner Entlassung wohnen wird. Ich werde mit Schubach reden, ganz offen. Was versprichst du dir davon? Ich würde hoffentlich einen besseren Eindruck bekommen, als ich es danach erwarten kann. Danke. Na komm, setz dich. Ich habe Sekt kaltgestellt. Oder willst du lieber ein Bier haben? Das habe ich auch. Oder Whisky? Ich habe groß eingekauft. Oder Kaffee? Ich kann dir auch was zu essen machen. Oder willst du erst baden? Großartig. Kann ich hier auch wohnen? Natürlich kannst du. Wenigstens die erste Zeit, weißt du. Hier ist für uns beide Platz. Komm, komm. Da ist das Bad. Und hier, hier kannst du schlafen. Eine erstklassige Wohnung. Für uns beide. Ich freue mich, dass du dich nicht geändert hast. Geändert? Wie meinst du das?
Na, das meine ich schon, dass wir so zueinander stehen wie immer. Das ist doch klar. Ich habe mich natürlich gefragt, wie es sein wird zwischen uns in all den Jahren, aber als du über die Straße gelaufen kamst, da wusste ich, alles wie früher. Das ist doch klar. Freue mich auch. Hab ja niemand anderen als dich. Kein Mädchen? Mädchen? Jemand wie du aussiehst und kein Mädchen? Natürlich gab's da einige. Aber da war nie die Richtige dabei. Bin so immer wieder schnell losgeworden. Also ganz allein? Jetzt nicht mehr. Aber du hast doch sicher Hunger. Willst du nichts essen? Ich trinke erstmal was. Sekt, Whisky, Bier? Pilz. Hab ich auch. Ich hab noch eine gute Nachricht für dich. Du hast eine Stelle. Was hab ich? Ich hab mir gedacht, dass dich das umhaut. Aber es war. Ich habe mit dem Chef gesprochen. Du kannst morgen bei uns anfangen. Ah ja. Kannst morgen gleich mitkommen. Morgen? Nur wenn du willst, natürlich. Was ist denn das für eine Arbeit? Sehr interessant. Find ich jedenfalls. Du bedienst so eine Art Computer. Und man schiebt Lochkarten ein und dann funktioniert alles automatisch. Was funktioniert automatisch? In einem Magazin sind Teile gestapelt. Und nur der Computer weiß, wo und wie viele. Das ist irre, sag ich dir. Ganze Kräne fahren da automatisch hin und her, auf und ab und suchen. Und finden genau den Artikel, den du haben wolltest. Den die Lochkarte haben wollte. Ja, natürlich. Sag, würde dir das nicht gefallen? Du machst dich nicht dreckig dabei. Die sitzen da alle in weißen Kitteln rum. Dein Wohl. Nein, auf deins. Deins ist wichtiger. Ich möchte noch ein paar Tage warten. Ja, wie du willst. Aber ich danke dir, dass du dich darum gekümmert hast. Um meine Zukunft. Reicht dir das? Oh, Dicke, ich hab den. Kann ich dir was helfen? Ein Bild von Helga? Ich hab's 8 Jahre lang bei mir in der Zelle gehabt. Findest du das richtig? Sie ist doch jetzt... Das ist mein liebstes Foto von ihr. Schöne Situation, nicht? Man schleicht sich wie ein Dieb in die eigene Wohnung. Ja. Machst du uns noch ein Whisky, mein Schatz? Mhm. Liebling, jetzt sei doch nicht so nervös. Ganzen Abend warst du schon so unruhig. Ich weiß, entschuldige bitte, es tut mir leid. Bitte, ich brauch dich doch nicht zu entschuldigen. Komm, warte, ich geh vor. Was meinst du? Weil wir mit dem Zug nach München gekommen sein? Nein, Gerhard wird ihn sicher abgeholt haben. Mit dem Wagen. Ach ja, das ist sein Bruder, nicht? Mhm. Und wo wird er wohnen? Sicher bei ihm. Helga. Müssen wir ein schlechtes Gewissen haben? Ich meine, nein. Haben wir uns irgendetwas vorzuwerfen? Ich glaube, nein. Ich bin überzeugt, nein. Wer sind Sie? Derek, Kriminalpolizei. Entschuldigen Sie, aber wissen Sie, im Moment kann ich keinen Polizisten mehr sehen. Mein Bedarf an Polizisten... Der ist gedeckt nach 8 Jahren. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Nein, nein. Es handelt sich um eine ganz private Unterredung. Also ehrlich gesagt, das kann ich mir nicht vorstellen, aber bitte kommen Sie rein. Danke. Ja, ich bin erst seit gestern Abend zurück. Wir hatten da so einen tollen Nachrichtendienst. Dr. Hummel. Mein Anwalt. Nicht nur Ihr Anwalt. Ja, ich weiß, auch der Mann meiner Frau, mein Nachfolger. Und der weiß, wann ich entlassen wurde. Ja, aber bitte kommen Sie doch. Entschuldigen Sie, Unordnung, ich lebe hier bei meinem Bruder. Aber
Was sage ich Ihnen? Sie wissen sicher auch, wem diese Wohnung gehört. Ja, ja. Danke. Tja, mein Bruder ist schon zur Arbeit. Ich bin gerade dabei, mich einzurichten, aufzuräumen. Deswegen kommen Sie. Tja, mal gerade heraus. Sie hatten eine Zeit lang einen Zellengenossen. Der heißt Frank. Ja, ich weiß, da war mal so ein kleiner Betrüger bei mir in der Zelle, nicht sehr lange. Ja, ja. Und dieser Frank ist nun bei Dr. Hohmann aufgetaucht und hat ihn gewarnt. Vor Ihnen. Was? Gewarnt vor mir? Na, er behauptet, Sie hätten die Absicht, Dr. Hohmann umzubringen. Was? Ich Hohmann umbringen? Aber ja, um Himmels Willen, weshalb denn? Etwa weil er 2 Monate, nachdem ich in den Knast ging, meine Frau geheiratet hat? Ja, deswegen. Wissen Sie, Frank sagt, Sie hätten überhaupt keinen anderen Gedanken im Kopf, als es Hohmann heimzuzahlen. Moment, mal langsam. Davon stimmt absolut nichts. Dieser Frank ist ein Betrüger, ich sagte schon, ein kleiner Betrüger, ohne jedes Format. Ich weiß nicht, aus welchen Gründen er Dr. Hohmann aufgesucht hat, aber irgendeinen kleinen Vorteil wird er dabei schon im Auge gehabt haben. Und was er da gesagt hat, Fantasterei, weiter nichts. Weiter nichts. Ich habe mich natürlich mit diesem Mann mal unterhalten und dabei auch über private Dinge. Dabei mag er einiges missverstanden haben. Als meine Frau sich von mir scheiden ließ, für mich völlig aus heiterem Himmel, da ist die Welt für mich eingestürzt. Und als ich dann hörte, dass ausgerechnet mein Anwalt mein Nachfolger sein würde, da habe ich rot gesehen. Ich will Ihnen die Verwünschung, die ich ausgestoßen habe, lieber nicht wiedergeben. Tja. Aber das ist 8 Jahre her. 8 Jahre, das ist eine lange Zeit. Eine sehr lange Zeit. Und heute bin ich der Meinung, meiner Frau hätte nichts Besseres passieren können. Hätte sie warten sollen, 10 Jahre lang, eine junge Frau, sage ich, ein junges Mädchen. Wir waren erst 2 Jahre verheiratet, zu kurz, um 10 Jahre verkraften zu können. Tja. Tut mir leid, aber Dr. Hohmann umzubringen, dazu habe ich keinen Grund. Überhaupt keinen. Im Gegenteil, dankbar muss ich ihm sein und ja, ich bin's. Sagen Sie, hat Dr. Hohmann diesen Mann etwa ernst genommen? Hat er ihm geglaubt? Wo kann ich Dr. Hohmann erreichen? Sie haben doch nichts dagegen, wenn ich ihn anrufe. Anrufen? Nein. Er wird in seinem Büro sein, nicht wahr? Hat sich die Nummer geändert? 45. Sagen Sie, kann ich gegen diesen Frank nicht vorgehen? Anzeige erstatten? Herr Doktor, sind Sie für einen Herrn Schubach zu sprechen? Ist er draußen? Nein, am Telefon. Ja, Moment, Frau Scheibel, Moment, ja? Ja, was ist? Soll ich das Gespräch annehmen? Moment, Frau Scheibel, ich sag Ihnen Bescheid, ja? Sprich mit ihm. Frag ihn, was er will. Ja, ist gut, stellen Sie durch. Ja, Hohmann? Ja, Herr Schubach. Ja, sind Sie... Ah ja, gestern. Aha. Bitte, wer ist bei Ihnen? Herr Derrick? Ja, natürlich, habe ich ihn gebeten. Aha. Er hat Ihnen alles erzählt, aber... Aber ich bitte Sie, nichts, absolut nichts ist davon wahr. Ich habe gerade Herrn Derrick gesagt, wie unglaublich ich das finde. Ja. Ja. Nein, ich habe auch keine Erklärung dafür. Ich bitte Sie, ich trage Ihnen doch nichts nach, im Gegenteil. Ja. Ja, so sieht die Sache ja ganz anders aus. Ja, entschuldigen Sie, wir dachten natürlich, dass... Ja. Helga und ich hatten tatsächlich unglaubliche Angst. Ja, Sie hätten sehen sollen, wie wir gestern Abend nach Hause gekommen sind. Hören Sie, ich bespreche gerade mit Herrn Derrick, ob ich...
ob ich den Mann nicht anzeigen kann. Ja, mhm. Aber ich versichere Ihnen, ich bin glücklich, dass Helga verheiratet ist und dass Sie sind, den sie geheiratet hat. Ach, sagen Sie, ist sie vielleicht da? Können Sie mir geben? Ich meine, kann ich Sie im Moment sprechen? Ja, aber selbstverständlich. Ja, ja, einen Moment. Er will dich sprechen. Bitte, Richard. Du, er ist ganz reizend. Komm, sprech mit ihm. Moment. Will? Helga? Na, was ist? Was sagt er? Nichts. Komm, gib mir nochmal. Herr Schubach? Ja, hier ist nochmal Roman. Sagen Sie, wollen wir nicht die Gelegenheit nutzen, unser Verhältnis wieder ins Reine zu bringen? Ne, sagen Sie, was machen Sie heute Abend? Hm? Ja, hätten Sie nicht Zeit und Lust, zu uns zu kommen? Ja, ich werde Herrn Derek auch bitten. Ja, es wäre doch schön, Herr Schubach, wenn wir auf diese Weise unsere Beziehungen wieder etwas normalisieren könnten. Harry, das war alles zu glatt. Zu, weißt du, er redet wie jemand, der gar nicht mehr nachzudenken braucht, der sich vorher alles genau überlegt hat. Das ist es. Glatt, kalt, eiskalt. Und hast du an das Psychogramm gedacht? Ja, ja, es könnte stimmen. Nun mal Folgendes, Harry, die Sache ist ein bisschen heikel. Versuch mal, mit Schubach bekannt zu werden, vielleicht über seinen Bruder, privat, versteht sich. Wer ist dieser Schubach wirklich? Was ist ihm zuzutrauen? Du traust ihm alles zu. Alles. Was meinen Sie? War es ein Fehler, ihn einzuladen? Nein, sicher nicht. Ich habe mir gedacht, es war ein spontaner Einfall. Die beste Möglichkeit, die Angelegenheit aus der Welt zu schaffen. Mhm. Ach, da bist du ja. Guten Abend. Guten Abend. Na? Nervös? Ich bin's auch. Aber wir sind ja zu dritt, da kann ja eigentlich nichts passieren. No, aber pünktlich ist er nicht gerade. Sehr gut, noch besser als früher. Die paar Jahre mehr stehen dir großartig. Sie sieht großartig aus. Das darf ich doch sagen. Guten Abend, Doktor. Herzlich willkommen, Herr Schubach. Tja, ich bin froh, dass ich aus dem Gefängnis raus bin und nichts in der Welt bringt mich da wieder rein. Ich weiß nicht, ob das Gefängnis Menschen erziehen kann. Ich bin jedenfalls ruhiger geworden. Ich reagiere nicht mehr so wie früher. Ich hab dich oft genug erschreckt mit meinem, na sagen wir mal, Temperamenten. Das ist vorbei. Großartig, Herr Schubach. Darauf sollten wir trinken. Hm? Ihr habt ja gar nichts. Nehmen Sie auch ein Whisky? Gern. Zeit war ich war natürlich enttäuscht, verletzt und ich habe ihn, im Geist habe ich ihn alles Mögliche angetan. Aber ist das nicht verständlich in meiner Situation? Durchaus. Ja, ja, durchaus. Aber erinnern Sie sich, Sie sagten damals zu mir, kümmern Sie sich um meine Frau. Ja. Helfen Sie, ich habe nicht vergessen, worum ich Sie gebeten habe. Ich habe mich einfach in Helga verliebt. Wir müssen nicht mehr darüber reden, Sie haben mir geholfen.
Sie sieht großartig aus. Die Dinge haben sich für Helga zum Besten gewendet. Sie müssen mir glauben, Herr Schubach. Ich liebe Helga. Ich glaube Sie. Ich frage mich jetzt wirklich, ob ich ihm Unrecht getan habe. Immerhin, ich habe ihm die Frau weggenommen. So musste er es jedenfalls sehen. Sieht das jetzt nicht mehr so? Nein, ich glaube nicht. Ich finde überhaupt, er ist völlig verändert. Diese Souveränität, die hat er früher nicht gehabt. Ja, stell dir vor, er hat mir sogar eine Stellung besorgt. Das ist schön. Was für eine? Och, irgendwas mit dem Computer. Man steckt eine Karte rein, dann setzt sich irgendwas in Bewegung und tut irgendwas. Ich glaube, es geht um Ersatzteil. Freut dich das? Hört sich ziemlich langweilig an. Tja, ich möchte eigentlich lieber erst ein bisschen das Leben genießen. Spazieren gehen, Musik hören, tanzen. Hey, das war doch früher deine ganz große Stärke, tanzen. Ja, ja. Na, da warst du erste Klasse. Wenn wir tanzten, hörten die anderen auf und sahen uns zu. Wo war das noch? Im Palace Hotel. Tanzen noch? Nicht mehr so viel wie früher. Was? Eigentlich gar nicht mehr. Aber was höre ich da, Richard? Sie gehen nicht. Oh, entschuldigen Sie, Doktor, ich. Verzeihen Sie. Aber nein. Bleiben wir ruhig dabei. Ich höre gerade, Sie gehen nicht tanzen mit Helga. Nein, ich muss zugeben, tanzen ist nun wirklich nicht meine starke Seite. Ja, aber Ihre. Ich erinnere Sie gerade daran, dass die anderen die Tanzfläche geräumt haben, um mir zuzusehen. Ach ja? Ja. Wollen wir nicht mal zusammen ausgehen? Was hältst du davon? Wäre doch schön fortzusetzen, was heute Abend so gut begonnen hat. Ja. Herr Stefan. Jo, Harry, ich muss mit jemandem quasseln. Kann ich reinkommen? Ja, aber es ist... Oh ja, schon gut. Entschuldige. Du, wir reden dann morgen drüber, ja? Ja, aber ich meine, wenn es dir so wichtig ist, dann... Hey, du bist ja ganz nass. Ich bin eh schon nass. Wie war's denn beim Hohmann? Schubach hat was vor. Irgendwas. Und zwar nicht dahinter, aber hat was vor. Der wird doch erzählt, was Frank gesagt hat, ne? Ja, dass Schubach sagte, ich weiß schon, wie ich's mache. Ich mach's so raffiniert, dass man nicht mehr draufkommt. Ja. Und ich habe 8 Jahre Zeit gehabt, mir das auszudenken. Ja, wie war er denn? Oh, der charmanteste Gast, den du dir vorstellen kannst. Große Verbrüderung. Und was stört dich dran? Alles, die Verbrüderung, seine Höflichkeit, seine Liebenswürdigkeit, alles. Der ist kalt wie eine Hundeschnauze. Hast du seinen Bruder kennengelernt? Ja. Mir ist der Wagen vor seinem Haus nicht mehr angesprungen, verstehst? Und dann war er so freundlich und hat mir da Starthilfe gegeben. Ich habe ihn dann auf ein Bier eingeladen, sind so ins Reden gekommen. Also ich finde den recht nett. Der geht für seinen Bruder durchs Feuer. Ich glaube, wir täuschen uns da, Stefan. Nein. Siehst du sie wieder heute Abend? Was meinst du? Helga, meine ich. Ja. Sie und ihren Mann. Wir gehen zusammen essen. Das passt dir doch nicht. Ich weiß nicht. Dann denk auch nicht darüber nach. Ich freue mich jedenfalls auf diesen Abend. Wahnsinnig. Guten Abend, Helga. Guten Abend, Will. Du siehst hinreißend aus. Wenn ich dich so sehe, tut schon ein bisschen weh. Wo ist dein Mann? Was
Hallo, Richard. Guten Abend, Bill. Guten Abend, Herr Schubach. Guten Abend. Guten Abend. Tja, ich habe Helga gerade gesagt, wie großartig sie aussieht. Ja, da haben Sie recht. Ich hoffe, wir haben einen schönen Abend. Gehen wir. She appeared like a golden ray. The sun was shining, it has been a beautiful day. Then she turned around and I saw. Sie freuen sich. Wissen Sie, ich habe noch in jedem Augenblick etwas zu überwinden. Die Zelle? Und 8 Jahre. Für mich ist alles voller Wunder. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Hat Dr. Hohmann Sie eingeladen? Ja, er hat mich gebeten, mitzukommen. Hat er denn immer noch Angst? Nein. Die haben Sie ihm ja genommen. Was haben Sie vor, Schubach? Was ich vorhabe? Mich zu amüsieren. Weiter nichts. Ja, es ging ganz gut, sagt sie, wenn sie die Wahrheit sagt. Doch, du tanzt sehr gut. Danke dir. Erlauben Sie mir jetzt, Richard? Ja, aber gern. Ist wie früher. Kein Unterschied. Zu halten. Da kommen Träume nicht mit. Selbst wenn man sie 8 Jahre lang hat. Was reden Sie denn? Danke, Richard. Keine Ursache. Hey, Gerd. Gerd, bist du da? Gerd! Na? Wie war's? Großartig, mein Kleiner. Ich glaube, ich werde bezahlt. Für 8 Jahre bezahlt. Hast du was zu trinken? Na klar. So, das waren die Oh, du hast Besuch? Das ist Herr Klein, ein Bekannter. Das heißt, wir kennen uns erst seit gestern. Ich habe ihm bei seinem Wagen geholfen. Ja,
Könnt ihr da rein? Ja. Okay. Es freut mich, dass du einen hübschen Abend hattest. Ich habe die ganze Zeit an dich gedacht. Ja, war ganz hübsch. Was sagte er? Ich glaube, ich werde bezahlt. Für 8 Jahre bezahlt. Kannst du was damit anfangen? Die beiden haben kaum einen Tanz ausgelassen. Ja, wahrscheinlich will er seine Frau zurückgewinnen, auf ganz legale Weise. Vielleicht ist es das, was er sich im Knast vorgenommen hat. Es wird auch erklären, warum er so höflich und liebenswürdig war. Oder meinst du nicht? Harry, was hat der Mann gesagt, der mit ihm in einer Zelle gesessen hat? Schubach habe gesagt, ich werde Roman umbringen. Und ich werde es auf eine raffinierte Weise tun. Er sagte umbringen, Harry. Das ist ein Zufall. Phil? Was machst du hier? Ich war einkaufen. Ich habe schon versucht, bei euch anzurufen. Du bist angerufen? Ja, um mich zu bedanken für gestern Abend. Hast du ein bisschen Zeit? Oder musst du gleich nach Hause? Nein. Haben wir ein Stück zusammen? Die 8 Jahre haben auch was Gutes gehabt. Ich empfinde anders als früher, viel intensiver. Unser Wiedersehen war für mich ein unbeschreibliches Erlebnis. Ich habe nicht eine Sekunde geschlafen heute Nacht. Hör bitte auf. Ich weiß, dass es dir ähnlich ergangen ist. Entschuldige, wenn ich das so offen sage, aber ich kenne noch immer jede Regung an dir. Wenn du dich aufregst, dann fängst du an zu zittern. Deine Hände, du kannst sie nicht stillhalten. Zeig's mir. Na komm, zeig mir. Komm. Ich kann sie wirklich nicht stillhalten. Hast du gerne heißen Grog? Natürlich. Ich habe ja immer Grog getrunken. Stell dir vor, ich habe nie mehr Grog getrunken. Was? 8 Jahre nicht. Na also dann. Fräulein. Ein Grog und ein... 2 Grog. Ich bin froh, dass du wieder da bist. Was soll das heißen? Zufällig habt ihr euch getroffen. Ganz zufällig. Glaubst du mir nicht? Es fällt mir schwer, dir zu glauben. Sehr schwer. Aber gut. Dann habt ihr den ganzen Nachmittag miteinander verbracht, ja? Wir waren spazieren. Bis 9 Uhr abends. Entzückend. Wir waren in einem Kino. Im Kino? Entschuldige, Helga, du kannst doch nicht ins Kino gehen. Mit diesem Mann. Was heißt mit diesem Mann? Er ist doch nicht irgendjemand. Schließlich war er mein Mann. Worüber habt ihr gesprochen? Über alles Mögliche. Von früher? Er hat von früher gesprochen, nicht wahr? Warum nicht? Helga, wir hatten gesagt, was früher war, ist vorbei. Haben wir das gesagt oder nicht? Ach! Warum sagst du ach? Darauf kann man doch nur antworten, ja oder nein. Ist es so schwer, darauf zu antworten? Helga. Helga, ich frage Sie, was hat er vor? Warum lässt er Sie nicht in Ruhe? Trifft sich zufällig mit ihr. Zufällig. Jetzt ist er schon wieder mit ihr zusammen. Und hat die Unverfrorenheit, mich auch noch anzurufen und sich zu bedanken. Bedanken? Wofür? Für den schönen Nachmittag, den er mit ihr verbracht hat. Sagt er ganz offen. Für den schönen Nachmittag. Die Stirn mich auch noch zu fragen, ob ich ihm erlaube, mit Helga eine Ausstellung zu besuchen. Natürlich wollte ich nicht wie ein Idiot da stehen, habe ich ja gesagt.
Herr Derek, er will mir meine Frau wegnehmen. Doktor, wenn das... Wenn es wirklich das ist, was er will, dann... Das ist eine Angelegenheit, die zwischen drei Menschen ausgetragen wird, ganz privat. Da ist Ihre Frau leicht zu beeinflussen? Ja. Das ist genau der Punkt. Ich bin meiner Frau nicht sicher. Ich spüre das ganz genau. Da ist noch eine tiefe Beziehung, eine unausgesprochene innere Verbindung. Meine Frau war immer sehr emotionell veranlagt. Ja, sie ist zu beeinflussen. Wie geht's? Wach. Geht's gut? Ich hab sie. Ich hab sie. Schubach. Was gibt's? Ich sag's Ihnen ganz offen, da ist was passiert zwischen Helga und mir. In einem Moment, als wir uns beide nicht unter Kontrolle hatten. Es geschah mir in Erinnerung an alte Zeiten. Ich sag's, damit kein Problem draus wird, es ist keins. Hallo? Warum quälst du ihn? Hat er mich nicht auch gequält? Was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Helga! Guten Abend. Guten Abend, ich suche einen Schubert. Ja, bitte, darf ich Sie zu Ihnen führen? Guten Abend. Guten Abend. Sie wollten mich sprechen. Ja, und gehe mit Ihnen trinken, wenn Sie wollen. Gerne, ja. Pilz. Mhm. Ein Pilz. Danke. Haben Sie Probleme? Sie werden es nicht erraten mit Dr. Hohmann. Er ist eifersüchtig auf mich. Hat er Grund? Tja. Frage ist schwierig zu beantworten. Was ist erlaubt zwischen Menschen, die schon mal miteinander verheiratet waren, haben
Zärtlichkeiten, die man austauscht, nicht einen ganz anderen Charakter? Mit Zärtlichkeiten? Nun ja, wir sind in ein Hotel gegangen. Ich habe gesagt, einmal noch, Helga. Noch einmal, aber ist das... Ich frage Sie im Ernst, ist das ein Grund, völlig die Nerven zu verlieren? Wer verliert die Nerven? Dr. Hohmann, er ist völlig aus den Pantinen gekippt. Und das macht mich besorgt. Vielleicht sprechen Sie mal mit ihm. Hm. Ja. Ich habe meine Frau geschlagen. Habe mich tatsächlich vergessen. Soweit hat der Mensch mich gebracht. Was ist denn nun wirklich dran an der Beziehung zwischen Schubach und Ihrer Frau? Ich habe Ihnen ja gesagt, sie ist zu beeinflussen. Das ist eine Eifersuchtsgeschichte, die als Tragikomödie endet. Ich glaube nicht an die Komödie. Ja, was können wir denn tun? Nichts. Also? Fast nichts. Kanzlei Dr. Hohmann. Ist Dr. Hohmann noch da? Ja, der Herr Doktor ist noch hier. Mit wem spreche ich denn bitte? Hallo? Hallo? Na, Kleiner, hat dein Computer dich gehen lassen? Ja, hat er. Guten Abend, Willi. Gehst du weg? Ja, ich muss nur mal weg. Dauert nicht lange. Bleibst du hier? Ja, ich bleib hier. Tu mir einen Gefallen, geh nicht weg. Kannst ja schon das Abendessen machen. Ist gut. Richard muss jeden Augenblick kommen. Ich weiß. Ich habe angerufen, er war noch im Büro. Aber macht er nicht immer Schluss um 6? Ja. Moment, Zeit haben wir doch. Du hast ihn angerufen, du hast es ihm gesagt. Warum? Es hat keinen Sinn, es dir zu erklären. Warum hat es keinen Sinn? Lass mich etwas fragen. Warum hast du dich scheiden lassen? Kaum, dass ich 2 Monate im Gefängnis war. Warum konntest du nicht warten? Dein Mann hat dir keine Wahl gelassen, nicht wahr? Er hat deine Schwäche ausgenützt. Und beide habt ihr euch schließlich mit dem Gedanken beruhigt, er ist ja weg von der Bildfläche. 10 Jahre, das ist so gut wie immer. Und es war so gut wie immer. Ich habe 8 Jahre lang, jede Minute, die Hölle erlebt. Und ich habe nur für einen Tag gelebt. Für diesen. Geh mal ran. Ja? Mortadelic. Helga Hohmann. Helga Hohmann? Herr Bergeli. Ich habe sie gefunden, wie sie da liegt. Sie war schon tot. Sie glauben doch nicht, dass ich... Herr Derek. Tot? Jemand hat sie umgebracht? Ja. Dr. Hohmann. Dr. Hohmann war es, nicht wahr?
Er hat sie gefunden. Gefunden? Ja. Er sagt, umgebracht hat sie ein anderer. Das würde ich auch sagen. Ich habe sie gefunden. Genau das würde ich auch sagen. Und wo ist der Mörder? Und wo ist das Motiv? Eifersucht. Dr. Hohmann war wahnsinnig vor Eifersucht. Wollen Sie mal meine Version hören? Da bin ich aber neugierig. Sie könnten sie getötet haben, um Hohmann dahin zu bringen, wo Sie herkommen, ins Gefängnis. Er soll das mitmachen, was Sie mitgemacht haben. Sie wollten es ihm auf diese Weise heimzahlen, zehnfach. Nicht schlecht, Ihre Überlegung. Fantasie haben Sie. Wissen Sie, ich habe nichts gegen Ihre Vermutung, aber mir reicht, was das Gericht feststellen wird. Und vor Gericht werde ich Zeuge sein. Kein guter Zeuge für Dr. Hohmann. Wo waren Sie heute Abend gegen 6:30? Wo ich war? Na, hier war ich, in der Wohnung. Mein Bruder wird's bezeugen. Sag, dass ich hier war. Willi. Na komm, sag ihm, dass ich hier war. Beruhige ihn. Ich... Was ist denn? Ich war hier, du bist kurz vor 6 gekommen, wir waren bis jetzt zusammen. Was ist denn los? Harry. Er ist gekommen, kurz nachdem du weg warst.